Aufgrund immer höherer Niederschlagsmengen ist der Einbau einer Akkuentwässerungsrinne, wie zum Beispiel der Akku Cellfex allein, eine ebenso einfache wie effektive Lösung für die Entwässerung von Terrassen, Carports und Einfahrten rund ums Eigenheim. Die leichte Akku Cellfex allein besteht aus zu 100% recycelbarem Kunststoff, der sehr stabil und langlebig ist. Das Rinnensystem ist PKW-befahrbar. Die Akku Cellfex allein wird in 1-Meter-Elementen ausgeliefert. Sie können unter anderem zwischen einem schwarzen Kunststoffrost mit rotschämendem Mikrogrip oder einem stahlverzinkten Stegrost wählen. Mit allen Abdeckungen erhalten Sie ein attraktives und sicheres Entwässerungssystem. Das Rinnensystem ist einfach zu verarbeiten. Wir zeigen Ihnen den Einbau der Akku Cellfex allein jetzt Schritt für Schritt. Vorbereitung und Ausheben des Grabens. Bevor Sie die Akku Cellfex allein einbauen, lesen Sie bitte sorgfältig die beiliegende Anleitung. Weitere Informationen und Darstellungen zu den Produkten finden Sie auf www.akku-hochbau.de. Kontrollieren Sie zu Beginn mit einer Wasserwaage, in welche Richtung sich das Gefälle neigt, damit Sie den Rinnenstrang an der richtigen Stelle einbauen. Hier entfernen Sie mindestens 3 Reihen Pflastersteine. Den ersten Stein können Sie zum Beispiel mit Hilfe von 2 Schraubendrehern herausnehmen. Für die weiteren Pflastersteine benutzen Sie am besten ein Brecheisen. Heben Sie einen Graben von mindestens 20 cm Breite und 15 bis 20 cm Tiefe aus, gemessen von der Pflastersteinoberkante. Das Betonbett für die Akku Cellfex allein muss mindestens 5 cm dick sein. Wir empfehlen, unter den angrenzenden Pflasterreihen ebenfalls eine Betonschicht einzuplanen. Spannen Sie eine Schnur längs über den Graben. Daran können Sie den Rinnenstrang ausrichten. Eine praktische Methode ist es, die Richtschnur an den Enden des Grabens mit Hilfe der herausgenommenen Pflastersteine zu befestigen. Nun wird der Beton angerührt. Überprüfen Sie die Konsistenz, indem Sie den Beton in der Hand zusammendrücken. Können Sie eine feste Form bilden, ist das optimale Mischungsverhältnis erreicht. Füllen Sie den erdfeuchten Magerbeton in den Graben bis auf eine Höhe von 8,3 bis 8,5 cm unterhalb der Hilfsschnur. Anschließend verdichten Sie das Streifenfundament. Beachten Sie, dass die Rinne inklusive Abdeckung ca. 3 bis 5 mm unterhalb des anzuarbeitenden Oberflächenbelags, also unterhalb der Richtschnur, liegen muss. Auf diese Weise wird vermieden, dass das Rinnensystem die Last der Fahrzeuge allein trägt. Zudem kann das Wasser so ungehindert in die Rinne fließen und staut sich nicht vor ihr auf. Achten Sie auch darauf, dass Sie den Anschluss an die Abwasserleitung nicht mit einbetonieren. Montage und Installation. Falls Sie einen vertikalen Anschluss an die Abwasserleitung herstellen möchten, schlagen Sie an der gewünschten Position die Vorformung im Boden der Rinne heraus. Anschließend verbinden Sie das vertikale Ablaufanschlussstück über der Ablauföffnung mit der Rinne. Platzieren Sie den Laubfang über der Ablauföffnung. Setzen Sie jeweils eine Stirnwand an den Anfang und das Ende der Akku Cellfex allein. Hierfür müssen Sie den unteren mit Y gekennzeichneten Bereich der Stirnwand entfernen. In unserem Fall wählen wir einen waagerechten Anschluss für die Ableitung des Wassers, zum Beispiel in die Akku Self-Infiltration Line. Nutzen Sie dafür eine Stirnwand mit Stutzen. Entfernen Sie die beiden mit A gekennzeichneten Clips.
Jetzt können Sie die Rinnenelemente mit Hilfe des Nut-Federsystems miteinander verbinden. Die AccuSelf Hexaline lässt sich auf eine beliebige Länge kürzen. Beachten Sie jedoch, wenn das gekürzte Rinnenelement mit einem Universaleckstück oder einer Rinne verbunden wird, müssen Sie die Hexaline entlang der markierten Schnittführung bei 50 cm durchsägen. Zum Ablängen können Sie eine Handsäge oder eine Feinsäge benutzen. Setzen Sie die Rinnenkörper entlang der gespannten Richtschnur gerade ein. Setzen Sie den vollständig montierten AccuSelf Hexaline Rinnenstrang ein und verankern Sie ihn fest im Beton. Überprüfen Sie, ob der Rinnenstrang richtig positioniert ist. Achten Sie dabei sowohl auf die korrekte Höhe als auch auf die seitlichen Abstände, damit die aufgenommenen Pflastersteine wieder eingesetzt werden können. Achten Sie auch darauf, dass kein Beton zwischen die Verbindungen der Rinnenkörper gelangt. Das kann zu Undichtigkeiten führen. Ummanteln Sie die Rinne mit Beton und glätten Sie ihn. Arbeiten Sie nun den Oberflächenbelag an den Rinnenstrang an. Wir empfehlen, die jeweils erste Pflastersteinreihe in Beton zu legen. Um den Untergrund für die Pflastersteine auf die richtige Höhe zu bringen, können Sie sich ein Hilfswerkzeug bauen. Verschrauben Sie hierfür zwei kleine Bretter rechtwinklig miteinander. Zur Erinnerung, die Oberkante des Pflasterbelags muss 3 bis 5 mm über der Oberkante des Rosts liegen. Jetzt können Sie die Pflastersteine neben dem Rinnenstrang einsetzen. Befreien Sie die Steine vorher vom Sand. Zum Schutz Ihrer Hände empfehlen wir, Handschuhe zu tragen. So vermeiden Sie, sich beim Säubern und Setzen der Steine zu verletzen. Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Pflastersteine keine Kreuzfugen entstehen. Wenn die Pflastersteine nicht plan mit der restlichen Fläche liegen, können Sie sie mit einem Brett und einem Hammer ausrichten. Eine Rüttelplatte ist nicht notwendig. Nach dem Einsetzen der Steine können Sie die Fugen mit Fugensand verfüllen. Fegen Sie diagonal über die Fugen, sodass alle Fugen gleichmäßig gefüllt werden. Zum Abschluss setzen Sie die von Ihnen ausgewählte Abdeckung auf die AccuSelf Hexaline. Hier ist die Wahl auf den stahlverzinkten Stegrost gefallen. Er kann bei Bedarf mit einer Metallsäge gekürzt werden. Nun haben Sie Ihr neues Entwässerungssystem fertig installiert. Bei regelmäßiger Reinigung gewährleistet es von nun an eine zuverlässige Entwässerung. Akku wünscht Ihnen gutes Gelingen.